Hallo, hier ist Tor Alexander und Mario und wir stellen heute eine Hardware-Wallet vor vom taiwanesischen Hersteller SecureX. Vorteil dieser Hardware-Wallet unter weiteren Vorteilen ist, dass die schon importiert sind in Deutschland und von der deutschen Niederlassung von SecureX gekauft werden können. SecureX bietet drei Hardware-Wallets an, die W10, W20 und V20. Und die V20 ist das Spitzenmodell, was so im derzeit ungefähr 140 Euro kostet im VK. Und über uns könnt ihr diese Wallet mit einem Rabatt von 20% bekommen. So, jetzt übergebe ich das Wort an den Mario, der jetzt am Anfang erstmal ein paar Fotos zeigen wird, wie es nach dem Auspacken der Verpackung von der V20 ausgesehen hat. Ja, genau. Danke, Thor. Schöne Einleitung. Der Vorteil, wenn das ja schon dann importiert ist, da fallen für die Leute ja vor allen Dingen auch die ganzen Zollgebühren und die hohen Versandkosten aus Taiwan weg. Ne? Habe ich das richtig verstanden gehabt? Richtig, ja. Und es wird sogar versandkostenfrei bestellt, wenn ihr über uns bestellt. Und es gibt halt, wie gesagt, einen Ansprechpartner, mit dem man auch Deutsch kommunizieren kann. Na, optimal, optimal, genau. Ich habe ja den Hardware-Wallet-Führer geschrieben, wo ich fast alle Hardware-Wallets mir besorgt hatte. Und da hatte ich das Problem mit denen, die ich entweder aus Nordamerika oder aus Asien bekam, dass ich da mit dem Zoll rumkaspern musste. Und in der Regel fallen da so im Schnitt um die 50 Euro nochmal Zollgebühren an. Und die meisten Wallet kosten so um die 150 Euro, 100 bis 150. Das heißt, man ist dann irgendwo nochmal bei 50 Euro mehr und das macht dann auch nicht unbedingt irgendwie Spaß. Ja, das stimmt, das stimmt. Da sind ja gleich die ganzen Kryptogewinne wieder weg. Das will man ja nicht. Na, genau, der Thor, der hatte mir hier die Wallet geschickt zum Angucken, mal zum Durchschauen, wie ich mich damit so zurechtfinde. Und da habe ich das Paket geöffnet und das habe ich vorgefunden. Also zum einen hier so einen kleinen Werbeflyer hier, da standen auch nochmal der Vergleich zwischen den drei Wallets drin. Im Prinzip der größte Unterschied zwischen den dreien ist, die V20 und die W20 haben einen internen Akku. Und dann von der V20 zur W20 ist noch, das ist einfach qualitativ hochwertiger, fühlt sich anscheinend besser an, weil das hier so mit einem schönen Aluminiumring ist. Und es hat außerdem USB Typ C. Das ist noch die größte Änderung, die ich hier auf dem Zettelchen, also auf diesem Zettelchen hier gesehen habe. Aber so kam es also bei mir an. Wir sehen hier, das ist die Packung. Also damit ihr euch sicher seid, dass zwischendurch auf dem Weg zu euch keiner das Paket aufgemacht hat, sind hier jeweils auf beiden Seiten solche Sicherheitssiegel angebracht, die erst von euch zerschnitten werden müssen beim Öffnen der Packung. Also wir können davon ausgehen, das ging bei SecureX so, wenn das hier ordentlich dieser Sticker drauf ist, ging das bei SecureX aus dem Lager und seitdem hat das keiner außer ihr geöffnet. Nachdem ich das durchgeschnitten hatte, den Siegel, hat sich dann dieses Bild für mich ergeben. Wir haben also hier so ein schönes kleines samtenes Täschlein, das zieht wahnsinnig schön die Fussel an und sieht man jetzt schon, das ist kurz nach dem Auspacken. Man hat ein kleines USB-Kabel, schön USB-C, damit man das auch mit seinem PC verbinden kann. Die Wallet natürlich selber hier, schön mit einem Touchscreen. Der Vergleichszettel sagt, es hat ein 2,8 Zoll Farbdisplay. Wir haben hier sozusagen einen kleinen Getting Started Guide. Also im Prinzip führt der euch durch die ersten Schritte, was wir jetzt hier zusammen machen, führt der euch durch die ersten Schritte durch. Wir haben hier ein sogenanntes Recovery Sheet. Das ist ein kleines Zettelchen, auf das ihr die 24 Worte schreibt, die euch die Wallet gibt, um daraus dann den privaten Schlüssel, also den sogenannten Private Key, zu erstellen. Und hier habt ihr noch so einen Read Me First, also lest zuerst diesen Zettel. Da steht im Prinzip drauf, dass man bei der ersten Nutzung bitte die Firmware erneuern soll. Das machen wir dann auch gleich zusammen. Und wenn man hier, das Schöne ist an diesen Wallets, die haben ja nicht nur USB-Anschluss, sondern auch noch einen Bluetooth-Anschluss, hier Bluetooth 5, wie man das hier sieht. Das kann man auch mit Handys verbinden sozusagen und damit auch, wenn man unterwegs ist, zur Not, wenn man das möchte, seine Wallet, beziehungsweise kann man über seine Coins und seine Münzen verfügen, steht auf dem Zettelchen noch drauf, man muss das USB anschalten. Und einen Reset-Knopf gibt es natürlich auch, das steht auch auf dem Zettelchen drauf. Genau, also sprich alles dabei, was man braucht, Täschlein, Kabel und die ganzen Zettelchen. Diese Zettel hier gut aufheben, die sind im Prinzip ja
im Prinzip eure Münzen. Ne? Gucken wir mal weiter. Banklizenz, sage ich immer. Das sind die Banklizenz, genau. So, und wichtig ist, was jetzt natürlich noch nicht so richtig rübergekommen ist, aber das werden wir nachher zeigen. Ihr braucht eigentlich nur, um eure Münzen oder eure Token zu bewegen, dieses Gerät. Und ihr könnt das auch mit einem fremden Gerät über USB oder über Bluetooth verbinden. Das heißt, dieses Gerät und einen Internetanschluss. Wie bitte? Dieses Gerät und einen Internetanschluss braucht. Richtig, also das andere Gerät muss einen Internetanschluss haben, richtig, und dort muss einer von zwei Browsern installiert sein, Google Chrome oder Yandex Browser, einer von beiden, und mit denen könnt ihr dann quasi eure Kryptos verschieben. Genau, genau. Hier das nächste Bild ist nochmal, sind nochmal diese drei Zettelchen, also das ist, was ich schon erzählt habe gerade, diese Ersteinrichtung. Genau. Weiter geht's. Über dem USB, hier drunter ist der USB-Anschluss sozusagen, gibt es noch ein zweites Sicherheitssiegel, was die Leute von SecuX hier ab Werk draufgelegt haben. Das ist also ein kleines Sicherheitssiegel, das, wenn man abzieht, beziehungsweise hier drunter liegt der USB-Anschluss, und man kann sich also, wenn euch das Flow bei euch ankommt, könnt ihr euch sicher sein, dass niemand irgendwie mit diesem USB-Anschluss rumgespielt hat, weil, wenn man den Sticker abzieht, dann ist das halt ein Siegelsticker, ne? Dann sieht man, dass der abgezogen wurde. Nachdem ihr euch das aber abgezogen habt und an euren PC angeschlossen habt, kommen wir schon zum ersten Anschalten. Dann würde das so aussehen: Die Wallet begrüßt euch. Ihr drückt also 2 Sekunden auf den Anschaltknopf, den es hier oben rechts oben an der Ecke gibt. Nachdem ihr das verbunden habt mit dem PC, begrüßt euch die Wallet und sagt: Hier, komm, wir fangen jetzt an. Nimm mich mal bitte in Betrieb. Man setzt zuerst einen PIN, einen 4- bis 8-stelligen, den man immer wieder beim neuen Anschalten der Wallet eingeben muss, als kleines Sicherheitsfeature. Der ist, in der Wallet befindet sich ein sozusagen ein Secure Element Chip, nennen die das. Also es ist im Prinzip ein Kryptografie-Chip, der ist von Infineon hergestellt, auf dem wird der PIN und euer Private Key gespeichert. Der sollte sicher genug sein, beziehungsweise nach derzeitiger Markt- und Sicherheitslage ist der sicher genug, um vor Hackern sozusagen euren PIN und eure Coins und eure Münzen auf der Wallet zu schützen. Nachdem ihr diese Wallet sozusagen mit dieser PIN gesichert habt, kommt man in das nächste Display. Da wird man gefragt: Habt ihr denn schon eine Wallet? Habt ihr eventuell schon Wörter? Und hier 12, es wird jetzt sozusagen, es fragt hier: Ist das eine neue Wallet? Wenn ja, dann geben wir euch jetzt 24 Worte, die ihr dann auf dieses Recovery Sheet, was ihr ja dabei habt, schreiben müsst. Oder habt ihr etwa schon Worte, die ihr hier jetzt eingeben wollt, dann drückt ihr Nein. Wenn ihr Nein drückt, kriegt ihr dann als nächstes, das habe ich jetzt keine Fotos davon gemacht, denn das ist ja eine neue Wallet, habt ihr die Möglichkeit, euch auszuwählen zwischen 12, 18 oder 24 Worten, also sprich alle Standards, die der Markt anbietet, egal wo ihr irgendwo schon mal eine Wallet erstellt habt, egal wie viele Worte ihr dabei benutzt habt, hier könnt ihr das benutzen. Hier könnt ihr die sozusagen, ab jetzt könntet ihr die dann mit dieser V20 Wallet verwalten. Warte mal kurz, Mario. No. Die PIN, die du vorgezeigt hattest, möchte ich ergänzen. Das ist die Geräte-PIN. Das ist wie euer Hausschlüssel. Ja, genau. Und für die Wallets gibt es dann noch den Wohnungsschlüssel. Das heißt, ja. Diese PIN braucht man oder braucht jemand anders, um euer Gerät aktivieren zu können. Und die Wohnungsschlüssel, die Wallet-Schlüssel später braucht man, um entsprechende Wallets zu aktivieren. Und es empfiehlt sich auf alle Fälle, so einen Hausschlüssel dort zu vergeben, entweder mit 4 oder mit 8 Ziffern. Genau. Ich habe 4 genommen jetzt, weil es jetzt hier zum Test neu ist, aber empfehlt würde ich immer 8. Und da gibt es dann noch ein anderes Feature, das kann ich dann auch noch erklären, das ist ein schönes. Genau. Aber ich habe jetzt hier Nein gedrückt. Da kommt man ins nächste Bild und im Prinzip kriegt man dann 24 Worte erstmal vorgegeben. Die schreibt man in seinen Zettel ein, nacheinander. Und nachdem er die eingegeben hat, fragt das Gerät nochmal Stück für Stück alle 24 Worte in dieser Form, wie wir es hier sehen, ab. Sozusagen, also damit es sicher geht, dass man die auch aufgeschrieben hat. Es fragt also, was war denn jetzt eigentlich Wort 24? Das ist jetzt schon das letzte Bild, da hatte ich schon die 23 Worte davor bestätigt. Aber genau hier habe ich mich mal gefragt, was passiert, wenn ich das Falsche nehme. Und es lässt einen also so oft, wenn man sich nicht ganz sicher ist, kann man alles durchklicken, bis man es richtig gefunden hat an dieser Stelle und sich dann nochmal auf den Recovery Sheet schreiben.
Ihr werdet nie diesen Bildschirm bekommen, dass ihr ein falsches Wort benutzt habt, denn ihr habt das ja vorher schon ordentlich aufgeschrieben und natürlich drückt ihr hier auch aufs richtige Wort. Das ist nur zur Rückversicherung, dass die Wallet weiß, dass ihr diese 24 Worte auch habt, denn wie gesagt, die 24 Worte sind Gold bzw. Geld bzw. Münzen wert. Ne? Genau. Und das Ganze wird auch nur gemacht, wenn ihr die Wallet neu initialisiert, also mit, genau, mit neuen Mnemonic-Wörtern. Später könnt ihr da nicht rumprobieren, sondern später gebt ihr die Wörter ein und entweder sind die richtig und ihr seht eure Münzen oder die sind falsch und ihr seht keine oder Münzen von jemand anders. Genau, wenn man jetzt mit schon fertigen Worten kommt und vorhin, also in dem Bild davor hier, jetzt gehe ich nochmal zurück, wenn man jetzt hier Nein gedrückt hätte, dann bekommt man im Prinzip ein kleines, wie eine kleine Tastatur hier angeboten und man kann anfangen, Buchstaben einzugeben und da das ja eine Wortliste ist, die bekannt ist, also die Wallet kennt ja alle 2048 Worte, wenn ich mich recht entsinne, mit, aus denen diese Wortlisten erstellt wurden. Wenn man Buchstaben anfängt einzugeben, schlägt es einem dann schon die Worte aus der Liste vor. Also man muss die Worte nicht mal komplett eingeben. Man fängt die an einzugeben und kann sich dann aussuchen. So zum Beispiel hätte man jetzt hier in dem Falle NE eingegeben und es hätte einem dann schon als nächstes Neglect vorgeschlagen. Genau. Wichtig ist auch, bei den Wörtern sind nur die ersten vier Buchstaben wichtig. Ja, okay. Die letzten Buchstaben, fünfte, sechste oder achte oder was auch immer, die sind unwichtig. Und ich glaube, auch die meisten Wörter haben vier Buchstaben. Aha, das wusste ich noch gar nicht. Interessant. Okay, krass. Okay, gut, gute Info. Genau, aber wenn man das jetzt dann fertig gemacht hat, also ich habe hier dann als nächstes das richtige Wort natürlich, das 24 ist der richtige Wort ausgewählt, dann begrüßt einen die Wallet hier mit Glückwunsch. Du hast jetzt dein Gerät ordentlich, sozusagen ordentlich in Betrieb genommen. Und das nächste Bild, was man dann präsentiert bekommt, da mache ich jetzt mal den Bildschirm kurz aus. Das nächste Bild, damit nämlich das Kamerabild groß wird, damit ihr das auch seht, kurz hier stoppen. Dann sind wir nämlich als nächstes schon in diesem Bild hier. Jetzt komme ich mal mit meinen dicken Fingern hier an. So, und dann müssen wir schon die PIN eingeben, die wir ja vorhin als erstes gesetzt haben. Denn die Wallet hat sozusagen jetzt die privaten Schlüssel erzeugt. Ihr müsst jetzt nur noch in die Wallet rein. Passwort, also PIN an meiner Stelle war jetzt hier 0815. Dieses Nummernfeld seht ihr ja auch, das ist nicht richtig angeordnet, das ist jedes Mal randomisiert, also das ist jedes Mal anders. Einfach damit niemand über die Fingerabdrücke auf dem Display drauf kommt, welchen PIN ihr habt, würde ich jetzt mal sagen. Das ist also ein Sicherheitsfeature. 0815, Enter und dann sagt es uns, was sagst du? Wallet-Passwort, also du gibst jetzt das Gerätepasswort an. Das Gerätepasswort, den Wohnungsschlüssel sozusagen. Richtig, oder? Nee, nicht ja. Den Wohnungsschlüssel, nee, den Hausschlüssel. So war die Analogie, genau. Um das Gerät überhaupt jetzt benutzen zu können. Und Wohnungsschlüssel ist dann für die eigentlichen Wallets, das heißt auf der Hardware-Wallet werden pro Blockchain, können da mehrere Wallets quasi erzeugt werden. Genau. Wenn ich jetzt mal nichts Falsches sage, hoffentlich denke, sage ich mal unendlich viele Wallets für jede Blockchain, die es da, die Wallet anbietet. Naja, unendlich würde ich jetzt nicht sagen, aber ziemlich, ziemlich viele, also wesentlich mehr als 255. Ja, also es wird euch so schnell nicht an Adressen auf den einzelnen Blockchains hapern. Hier sagt es jetzt, also wir sind jetzt hier im Account-Portfolio, aber es sagt, wir haben noch keinen Account. Wir sollen jetzt also hier auf die cqxtech.com-Seite gehen oder wenn wir das hätten, jetzt hier einen QR-Code scannen oder, falls wir das wollen, aber das machen wir jetzt gerade nicht, könnten wir das Gerät über Bluetooth verbinden mit einem Handy. Wir gehen jetzt hier über den Browser. Da würde ich jetzt erstmal wieder den Bildschirm freigeben und in meinen Browser gehen. Teilen. Das mache ich weg. Und dann bin ich hier auf der richtigen Seite schon, aber wir gehen mal noch mal ganz kurz CQX Tech nur zu der Seite selber. Das ist der Anbieter hier. Er sagt uns hier schon, also cqxtech.com, ne? Er sagt uns hier, es gibt anscheinend ein neues Update, das schauen wir uns dann gleich mal an, das habe ich jetzt falsch geklickt, aber um in die Wallet selber reinzukommen, gibt es hier oben so ein Knöpfchen. Das ist die Seco Access sozusagen. Da haben sie sich ein schönes neues Wort ausgedacht.
Und das ist sozusagen wallet.cqxtech.com. Auf die Seite kann man gehen, sofern das Gerät dann mit dem PC verbunden ist, um sozusagen mit der Wallet zu interagieren. Warte mal, Mario. Also erstmal, das war jetzt schlecht sichtbar, der Knopf, um da hinzukommen, war oben rechts auf der Webseite. Ach so, ich gehe nochmal zurück, ja. Gehe nochmal zurück und ich will noch eine Anmerkung machen, weil du vorhin was erzählt hattest mit vielen Konten. Ja. Pro Wallet können sehr viele Konten angelegt werden und das kann man dann nochmal multiplizieren mit verschiedenen Wallets. Also mit, wie gesagt, mindestens 255 oder 256 verschiedene Wallets gehen und je nachdem, wie man es halt aufbaut, wahrscheinlich auch mehr. Ja. Der Punkt ist, die 24 Wörter werden als Basiscode hergenommen, um die Wallets abzuleiten und innerhalb der Wallets gibt es dann auch entsprechende Regeln, wie man oft zu neuen Adressen kommt. Und wie gesagt, da ist es wirklich beliebig viel, wie die Adressen in einer Wallet sein können. Ja. Beste Beispiel sind ja die zentralen Börsen, wo jeder Nutzer eine eigene Kryptoadresse hat und die sind halt auch von wenigen Wallets abgeleitet. Ja. Da zählt man dann einfach die Nummer hoch. So. Genau. Also hier oben sind wir. Hier sieht man jetzt den Mauszeiger, wo er dreht. Hier oben, rechts neben Shop, links neben Shop, Secu Access. Ja. Das ist der Knopf, auf den wir wollen. Ich hätte natürlich gerne dieses Gerät geschickt bekommen, muss ich sagen, Thor. Kannst du da vielleicht was machen, dass ich das demnächst bekomme? Hier, weil das würde ich gerne haben. Hier die 60 Ethereum oder die 3 Bitcoin, die hier auf dem Werbegerät sind. Also können wir mal, dass wir beim nächsten Mal bitte vielleicht eine volle Wallet bekommen, damit wir auch ein bisschen dran rumspielen können. Ich kann mal nachfragen. Aber wenn du jetzt heute die positiv bewertest, vielleicht lässt sich da was machen, Mario. Gucken wir mal, genau. Also Secu Access, wir gehen da drauf. Wir sind verbunden hier mit meinem PC mit dem USB. Das wähle ich aus. Hier oben, ich habe den Wallet selber, das ist ein Schritt, den ich anscheinend auch kein Bild gemacht habe. Man muss der Wallet noch einen Namen geben, also dem Gerät. Wenn man das als erstes anschaltet, kann man dem Gerät einen Namen geben. Das ist jetzt hier, da ich einen Test durchführe, habe ich das Test genannt. Es fragt also nach dem Klick auf USB, öffnet sich hier ein kleines neues Fensterchen. Und da sagt es, diese Seite möchte bitte sich mit etwas verbinden, mit einem USB-Gerät. Welches willst du denn dich verbinden lassen? Und da ich das nur des Test angeschlossen habe, beziehungsweise weiß, dass ich meine Wallet Test genannt habe, verbinde ich mich dann jetzt hier. Und in dem Moment läuft das im Prinzip sozusagen, es ist also eine webbasierte Wallet, um es mal so zu sagen. Man braucht, um seine eigenen Schlüssel und seine Guthaben auf der Wallet zu verwalten, braucht man einen Webbrowser. Aber die Schlüssel liegen nicht in dem Browser, sondern die liegen, wie gesagt, ja auf dem eigenen Gerät und dadurch bleibt es sozusagen sicher. Das ist sozusagen die Seite jetzt, die einen begrüßt, wenn man jetzt die Wallet-Anwendung auch in dem Browser öffnet. Das sind die Blockketten, wie der Tor sagt, beziehungsweise die Blockchains, wie ich es gerne sage, die diese Wallet unterstützt. Man sieht hier also den Bitcoin. Bitcoin bietet es an, es bietet Ethereum an. Die Binance Chain, allerdings aufpassen, das habe ich vorhin nochmal gesehen, es ist nicht die Binance Smart Chain, sondern es ist erstmal nur die Binance Chain. Es bietet natürlich auch den in aller Munde befindlichen Dogecoin. Ripple bietet es an, Litecoin, Bitcoin Cash, Stellar, Tron, hier ganz neu, hier schön mit einem kleinen Neu-Sticker drauf. Die Tron Blockchain hat es auch mit. Da habe ich jetzt gelesen im Internet, mit allen TRC, mit allen Token beziehungsweise Münzen, die es auf der Tron-Blockchain gibt. Ich habe jetzt noch nicht alle gesehen, muss ich sagen. Das wäre also was man vielleicht verbessern sollte. Das gucken wir aber uns dann nochmal an bei Ethereum. Wahrscheinlich kommt da auch noch was dazu. Bisher gibt es nicht die Möglichkeit, hier einen eigenen TRC-20-Token einzugeben. Aber da gucken wir uns gleich nochmal an. Dash gibt es, Digibyte, Crystal, hier unten wird es, das kenne ich alles nicht, den Dapscoin und den Crystalcoin. Der Dapscoin, da habe ich vorhin aus Versehen mal drauf geklickt, da hat sich die Wallet, da rödelt sie, da arbeitet sie ganz schön. Das ist anscheinend ein Privacy-Coin, da braucht sie ein bisschen länger. Diese Wallets aber gibt es hier drauf. Als erstes aber, sehen wir hier oben. Warte mal kurz, Mario, lass mich auch mal zu Wort kommen. Du, ja klar, erzähl mal was. So, der Crystalcoin ist auch eine Privatsphäre-Münze. Du sagst immer Privacy-Coin. Ja. Das ist eine Münze mit einer hohen Privatsphäre.
Und die ist aber auch schon ein paar Tage alt. Also die ist jetzt nicht Ja. gerade aus letzten oder vorletzten Jahr schon, die gibt es schon eine ganze Weile. Na, okay. Gut. Die Aber hat so es aber richtig immerhin auch schon beschäftigt habe hier. ich mich damit auch noch nicht, aber ich kenne sie schon eine Weile. Okay. Ja, genau. Aber als erstes ganz wichtig, die Seite vorn, habe ich ja gesagt, es gibt ein Update und hier oben das rote Ausrufezeichen. Das wird bei euch wahrscheinlich, wenn ihr die Wallet bestellt, auch so sein. Sagt euch, hier gibt es was zu beachten. Ich gehe deswegen mal hier oben rechts auf dieses Zahnrad und gehe mal gucken. Ah, guckt mal, es gibt eine neue Firmware. Und da werden wir jetzt erstmal zusammen die neue Firmware runterladen. Ich drücke da mal drauf. Das ist ja alles live. Ich hoffe, das funktioniert. Ich habe hier drauf gedrückt. Ihr seht hier rechts, hier passiert was auf der Wallet. Es ist jetzt im Update-Mode Ja, sieht man. sozusagen. Sieht man das? Siehst du Ja, das sieht richtig? man. Genau, also die erwartet jetzt eine Eingabe. Ich habe jetzt also hier auf Set gedrückt. Als nächstes sage ich jetzt Start. Das ist alles schön, schön idiotensicher. Das kriege selbst ich hin. Hier oben öffnet sich wieder ein Window, also wieder ein kleines Fensterchen. Ich möchte also den Bootloader connecten, damit ich sozusagen Software auf die Wallet geschoben bekomme. Und schon rast die los hier mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Sind wir schon bei 10%. Da kann ich mal kurz noch ein bisschen was anderes erzählen. Also die Coins, die wir hier sehen, das sind sozusagen die derzeit, zum derzeitigen Stand angebotenen Coins, die ihr oder Blockketten, die ihr hier verwalten könnt. Ich habe vorhin bei meiner Recherche beziehungsweise im Laufe meiner Vorbereitung hier für diese Vorstellung auch gelesen, dass es auch bald Polkadot und Cardano geben soll auf der Wallet. Also man soll auch das verwalten können. Allerdings gehen da die Zeiten auseinander, die ich da gelesen habe. Bei einer Seite lese ich da hier bei Amazon, hat das Team selber geschrieben, im dritten Quartal 2021. Bei einer anderen Review-Seite von dieser Wallet, die auch schon die Wallet vorgestellt hat, habe ich gelesen, das zweite Quartal 2021. Bleibe mal gespannt, was jetzt nur von beiden stimmt. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, ansonsten, Update ist complete. Please reconnect. Na, dann machen wir das erstmal. Genau, hier auch gleich, die Wallet hat gleich sich wieder zurück in den Zustand gebracht vom ganz am Anfang. Wir müssen also nochmal die PIN eingeben. Das Update war anscheinend erfolgreich. 0815. Enter. Und wir haben immer noch kein Portfolio drauf. Das stimmt, denn wir connecten uns jetzt wieder erst mit USB. Sind jetzt in der Wallet drinne und schon ist hier oben kein Ausrufezeichen mehr, denn wir haben die neueste Firmware. Wir würden uns jetzt mal eine Wallet erstellen, Tor. Machen wir das mal. Wir erstellen, also sagen wir mal so, ich habe jetzt also auf einer Exchange, also auf einer Börse, habe ich einen Bitcoin gekauft zum Beispiel oder einen Teil des Bitcoins und möchte das jetzt auf die Wallet hier bringen. Da drücke ich hier auf Bitcoin und es sagt mir, ich habe noch keine Bitcoin-Adresse im Prinzip, die mit dem Gerät verbunden ist. Ich füge hier also eine Adresse hinzu. Ich nenne die jetzt hier defi.jetzt, die Adresse. Naja, Dann. ich gebe dir immer noch eine Nummer, weil es könnte ja auch sein, dass du zwei Bitcoin-Wallets hier Zum machst. Also Beispiel, genau. ich würde die Defi.jetzt BTC1 nennen. Kannst du mal gucken, geht umbenennen? Genau. Geht natürlich, hier haben wir das kleine Stiftchen. Defi.jetzt, Wallet. Ah, da hört es schon Nee, auf. mach dann 1. BTC1 danach oder BTC. Damit man auch sieht, BTC. dass das wirkt genauso. Genau, so haben wir es schon umgenannt. Und ihr seht hier, ich mache mal ganz kurz die Bildschirmfreigabe aus, damit man die Kamera nochmal voll kriegt. Ihr seht sozusagen, hier ist was passiert. Wir haben jetzt also hier auf der Kamera, also jetzt hier, die Wallet schon da. Ne? Toll, also es hat funktioniert. Wir können jetzt also anfangen, die Wallet mit Bitcoin zu bestücken, wenn wir wollten. Dafür mache ich jetzt nochmal die, Klick den, mal den. da Ne? drauf auf dem Display, auf die Wallet. Was Genau, da passiert? kann ich jetzt hier drauf gehen und da zeigt es mir sozusagen die Adresse hier an, auf die man es überweisen würde. Das Oder heißt, auch. dass die erste Empfangsadresse für diese Bitcoin Wallet und Genau. die könnte man jetzt mit einem anderen Gerät scannen. Genau, die könnte man, genau, das ist hier ein kleiner QR-Code, das kann man scannen.
man kann das, also man kann also jetzt könntet ihr, jetzt hättet ihr also die Möglichkeit, jetzt könntet ihr euch dieses Gerät in die Tasche stecken und durch die Gegend laufen und den Leuten den QR-Code zeigen und sagen, überweist mir Bitcoin hier drauf, wenn ihr wolltet. Ja, zum Beispiel. Aber nur ganze Bitcoin. Keine nur ganz, natürlich. Mit so einem kleinen Quatsch fangen wir gar nicht erst an. Richtig. Wir machen mal hier dann und gehen mal ganz kurz wieder in den Bildschirm zurück. Aber zeig es mal im Bildschirmmodus, wie ich jetzt im Webbrowser auf die BTC-Adresse komme. Ich glaube, das genau. Geht auch. Das geht natürlich auch, wollte ich auch gerade zeigen. Also wir sind hier im Reiter Bitcoin und haben hier diese Adresse. Und da klicken wir einfach nur drauf und wir sehen also, wir haben hier drei Knöpfe vor. Wir können versenden, wir können empfangen oder wir können kaufen, wenn wir wollen. Das bieten sie nämlich mittlerweile auch an mit einem Zahlungsdienstleister. Wir drücken einfach aber erstmal senden. Und so würde das aussehen. Also das kennt man bestimmt schon bei verschiedenen Wallet, wenn man mal unterwegs war oder wenn man von der Börse was Mario, schickt. Das ist jetzt falsch. Wir drücken zuerst empfangen. Wir drücken natürlich zuerst empfangen. Senden, weil noch nichts da ist. Recht hast du. Und ihr seht hier, nachdem ich empfangen gedrückt habe, geht hier oben rechts auch gleich, also bei mir ist es oben rechts, ich weiß nicht, wo es jetzt, ich glaube auch bei euch oben rechts, geht auch gleich auf die, meldet sich auch gleich die Wallet zu Wort. Die sagt also, erstmal sagt es uns hier, das wäre die Adresse, auf die wir Bitcoin empfangen könnten. Und jetzt gucke ich hier rechts unten auf meiner Wallet, also rechts neben mir hier auf meine Wallet. Und jetzt kann ich nämlich überprüfen, ob das, was hier im PC angezeigt wird, auch stimmt, zusammen übereinstimmt mit dem, was auf der Wallet angezeigt wird. Nee, nicht du kannst, du musst überprüfen, muss weil ich. Sonst kannst du die Adresse nicht kopieren. Ja, genau. Ich muss jetzt nämlich bestätige hier sagen. Bestätige mal auf dem Gerät. Hier gibt es nämlich ein Ja oder Nein. Also sprich, sage ich, ja, die Adresse, die hier angezeigt wird, ist auch die Adresse, die mir im PC angezeigt wird. Also mein Wallet ist nicht kompromittiert und mein PC anscheinend auch nicht. Das ist schon sag mal lieber Gerät dazu, damit das klarer ist. Mein Gerät, genau. Also ich sage hier, ja, das ist genau die richtige Adresse. Und jetzt ist hier was passiert. Es sagt also, okay, jetzt kannst du dir das abkopieren, denn du hast überprüft, dass es die richtige Adresse ist. Hier ist dieser Kopieren-Knopf. Und jetzt könnte ich losgehen. Und nachdem ich hier gedrückt habe, kopieren, in eine andere Anwendung gehen, auf der ich Bitcoin liegen habe und könnte mit auf diese Adresse Bitcoin überweisen. Aber was muss man trotzdem kontrollieren, wenn du die irgendwo anders wieder einfügst? Natürlich wieder, nachdem ich dann die woanders eingefügt habe, kriege ich dort ja auch wieder ein Fenster, was überprüfen lässt mich erstmal, ob das die richtige Adresse ist. Da gehe ich natürlich, ihr seht, es ist immer noch hier offen, gucke ich natürlich in meine Bitcoin-Wallet rein, ob das am Ende bei der Bestätigung auf der Seite, auf der ich den Bitcoin schicke, auch wirklich die Adresse ist, die es dann hier im Gerät am Ende anzeigt. Wichtig ist, was im Gerät steht. Und warum soll man das prüfen? Weil es könnte sein, dass man sich einen Virus oder einen Hacker auf dem Gerät eingefangen bekommen hat. Der kann im letzten Moment, der könnte hier meine Zwischenablage verändern. Wenn ich das hier eingefügt habe, könnte er jetzt hier, ohne dass ich es merke, also mich was anderes reinkopieren lassen oder an eine andere Adresse überweisen lassen. Das ist habe ich zumindest alles schon mal gehört, dass es alles passieren könnte. Also wenn dein PC gehackt wäre. Du verwurschtelst schon wieder die Begriffe. Das Gerät ist halt das Handy oder der PC, wo halt so eine Schadsoftware installiert sein könnte. So, und, ja, und genau. Weil du hast Gerät gesagt und ich habe gesagt, nennen wir diese Runde Gerät, damit das klarer ist, der Unterschied zur Wallet. Das heißt, wenn ihr auf dem PC oder auf dem Handy kopiert, kann es passieren, dass im Hintergrund eine Software diese Adresse verändert und ihr fügt dann die veränderte Adresse bei einer Börse ein oder einer anderen Wallet und überweist dann auf die falsche. Und kontrollieren braucht man im Prinzip nur die ersten vier Zeichen und die letzten vier, fünf Zeichen. Genau. Und wenn man will, kann man in der Mitte sich noch eine Zeichenkette raussuchen, die man vielleicht auch kontrolliert. Also das da mit den Großbuchstaben CG7W6 genau. Könnte man noch machen. Aber das fällt ins Auge. Richtig, aber so bei kleinen Beträgen prüfe ich immer so die ersten 3-4 Zeichen und die letzten 3-4 Zeichen. Wenn es jetzt große Beträge sind, da würde ich schon dann natürlich ein bisschen mehr prüfen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Angreifer eine ähnliche Adresse hat, die vorne und hinten gleich ist, ist gering. Die ist zwar da, aber die ist gering. Ja, genau. Genau, nachdem wir jetzt hier also empfangen hätten jetzt den Bitcoin, ich habe jetzt gerade keinen ganzen da, zum Ausprobieren, könnten wir den also auch senden. Da ich aber keinen ganzen da, wollen wir erstmal auf senden oder erstmal auf kaufen drücken, Thor, was sagst du? Willst du jetzt was kaufen?
Ich würde jetzt nichts kaufen, aber die Möglichkeit würde bestehen, auch zu kaufen. Hier zusammen mit Coinify, die Firma selber kenne ich nicht, aber man hat hier die Möglichkeit, also mit Visa oder Mastercard oder SEPA-Überweisung, also direkt über die Wallet selber sich, über diese Wallet-Anwendung selber sich sozusagen die Wallet mit Bitcoin zu befüllen. Oder mit einer anderen Kryptowährung. Oder mit anderen Angebotenen hier. Mhm. Aber nicht diese Wallet, sondern wenn man eine andere Kryptowährung haben will, muss man dann natürlich eine andere Wallet nehmen, Ethereum oder wie auch immer. So, genau. Und je nachdem, in welcher Wallet wir drin sind, denke ich mal, ist klar, dass man jetzt Bitcoin kauft, wenn man jetzt in der Bitcoin-Wallet drin ist. Natürlich, natürlich. So, und deswegen habe ich auch immer empfohlen, den Namen der Münze in die Wallet mit reinzuschreiben, weil man das natürlich dann auch immer sieht. Ja, ja. Genau, so würde das jetzt aussehen, dann also, wenn man verschicken will, aber das ist ja wie gesagt auch bekannt, hier würde man also die Empfängeradresse einfügen, man sagt, wie viele Bitcoins man schicken möchte, man sagt, wie viel Transaktionsgebühren man bezahlen möchte, je nachdem, wie viel Transaktionsgebühren man bezahlt, desto schneller geht dann die Transaktion auch durch. Ich kenne das nur von Ethereum Tor, du hast deine ganz eigenen Erfahrungen mit Bitcoin gemacht. Ich kenne die von Bitcoin. Ich gehe mal unten auf Custom. Also sprich, das ist hier... Wie würde ich jetzt Custom übersetzen? Das ist also selbstbestimmt. Kann richtig, man hier eingeben, was man also benutzerdefiniert, das ist nicht Zoll, sondern hier kannst du selber die Anzahl der Satoshi eingeben. Und wenn ihr es nicht eilig habt, gebe ich meistens so 10 Satoshi ein. Das ist also sprich, wenn du nur von A nach B schickst, nichts bezahlen willst. Ne? Richtig, das ist in der Regel so, was ich, 50 bis 100 Dollar Cent. Das ist jetzt nicht viel. Wenn es eilig sein muss, dann kann man natürlich die Funktion dann verwenden, High, Medium oder Low. Aber ansonsten knausrig und innerhalb von 1-2 Wochen geht die dann durch. Genau. Also wie gesagt, nur wenn es unkritisch ist. Ne? Ja, genau. Wenn es wirklich zeitkritisch ist, dann immer ein bisschen mehr. Aber das muss man dann sich dann halt kosten lassen, wenn man es wirklich eilig hat bei Bitcoin. So, und dann gibt es halt da eine neue Funktion, die hatte ich initiiert, Send All. Ja. Also die ist bekannt als Wallet leeren. Das heißt, wenn ich da mache, wird die Wallet, alles, was da ist, wird halt versendet, abzüglich der Gebühr, die ich wähle. Genau. Genau. So sieht das aus. So wird jetzt, kommen wir natürlich nicht weiter hier, weil wir kein Bitcoin haben. Aber es geht dann im Prinzip, hier würde man dann nochmal, und wie ich es jetzt von anderen Wallets kenne, würde ich mal sagen, machen die das hier genauso. Man gibt dann hier die Adresse ein, sagt, wie viel man schicken will, man sagt, mit welcher Geschwindigkeit man das schicken will, dann würde man weitergehen, kommt hier in den warte mal, nächsten Schritt. Du hast da oben noch in der Adresszeile so ein komisches Symbol, erklär das mal. Das hier oder was? Ja. Aha, ja. Naja, klar. Im Prinzip ist das hier so ein Symbol, das ist im Prinzip ein QR-Code. Und nachdem ich hier drauf gedrückt habe, also den QR-Code, den kennen wir ja auch schon, ne, hier auf der Wallet. Da gibt es ja anscheinend, kann man Adressen ja auch mit Hilfe so eines Musters darstellen. Und ich würde mal sagen, weil nachdem ich hier drauf gedrückt habe, will die Secu X meine eigene Kamera benutzen. Ich würde sagen, also die Seite hier, sagt mein Browser, die Seite möchte die Kamera benutzen. Ich würde sagen, wenn ich von irgendjemandem also einen QR-Code geschickt bekommen habe, auf den als Wallet-Adresse, würde mir diese Seite auch erlauben, beziehungsweise die Wallet selber erlauben, jetzt mit meiner Kamera, die ich hier angeschlossen habe, die jetzt aber natürlich gerade hier auf die Wallet selber zeigt, eine QR-Code zu scannen, um dann diese Adresse hier einzufügen. Ne? Genau. Also sprich, ihr könnt auch QR-Codes bekommen. Ihr müsst das nicht hier in den alphanumerischen Strings bekommen, sozusagen. Also ja, genau. Würde dann sozusagen aber weitergehen, nachdem ich die Adresse, wie auch immer, ob ich die jetzt abtippe oder abfotografiere mit Hilfe dieses Codes, gehe ich dann weiter in den nächsten Schritt, verifiziere ich die Transaktion erstmal. Stopp, abtippen. Abtippen empfehle ich ausdrücklich nicht. Also ich würde eine Adresse nie abtippen, sondern immer versuchen zu kopieren oder versuchen über einen QR-Code zu lesen. Gut, das sind dann die Erfahrungen, genau. Ja, stimmt, also, aber eigentlich, ich habe es so auch noch nie benutzt. Ich kopiere es eigentlich auch immer. Genau, also es ist, die Adressen sind schon ein bisschen idiotensicher, weil L und I und so weiter, die ja ähnlich aussehen, je nach Zeichensatz oder 1 und oder 0 und O und so weiter.
Das ist schon sichergestellt, dass nur ein von beiden Zeichen nur verwendet wird und nicht beide. Also Bitcoin-Adressen haben eine 0 und kein O und andere Krypto-Adressen in der Regel auch. Aber man kann da halt eine ganze Reihe von Tippfehlern machen und das ist wenig sinnvoll. Deswegen immer Krypto-Adressen kopieren oder über einen QR-Code lesen und dann aber trotzdem vergleichen, ob die Adresse mit dem Original oder von wo man es halt hat, übereinstimmt. Genau, das kommt dann höchstwahrscheinlich im zweiten Schritt, Verifikation, der Vergleich. Also sprich, da wird es einem bestimmt, ganz sicher, wird es einem die Adresse, an die man schickt, das auch nochmal auf dem Gerät selber hier, also auf dem Gerät hier anzeigen, damit man das auch nochmal vergleichen kann. Und bevor man nicht auf dem Gerät dann bestätigt hat, dass man es losschicken will, passiert hier auch nichts. Also man kann hier nicht einfach weiterklicken und plötzlich schickt man das aus Versehen an die falsche Adresse. Da muss man sich wirklich schon ganz schön blöd anstellen. Jetzt mal, ich hoffe, da trete ich jetzt niemanden auf den Schlips. Aber bei Verifikation zeigt es dann nochmal die Adresse, an die man schicken will, die man hier eingegeben hat, dann nochmal auf dem Gerät hier, auf dem Display richtig an. Da kann man nochmal vergleichen, ob es die richtige Zieladresse ist. Dann drückt man auf dem Gerät auf Bestätigen, dann drückt man nochmal hier auf Bestätigen und dann schickt es das bei 3 los und dann kann man bei 4 sozusagen den Status sich angucken, ob das schon in der Blockchain, also in sozusagen die Transaktion losgeschickt wurde und ob die denn jetzt bald gemeint wird und somit also auch verschickt wird. Ja, Müsste man genau. eine Transaktion machen mit irgendwas, jetzt mit Bitcoin nicht, das dauert jetzt zu lange, bis die bestätigt ist. Da muss ich dann, da müsste man dann mal kurz wahrscheinlich einen Cut machen, damit ich irgendwas drauf bekomme. Muss ich mal ausprobieren, genau. Gucken wir mal. Ich würde jetzt aber erstmal zu Ethereum weitergehen, ganz kurz. Denn die Kollegen von SecoX hier, die sagen, dass die alle ERC-20-Token auch, also sprich, und jetzt muss ich dir gestehen, Tor, ich habe es schon wieder vergessen, Münzen und Token. Token. Sprich, alle ERC-20-Token, denn die ERC-20-Token haben nicht ihre eigene Blockchain, genau. Die sagen hier, die würden, so erstellen wir erstmal eine Ethereum-Wallet, also. Mache ich das gleiche wieder. Ich sage defi.jetzt F1. Und da bin ich wieder. Hier gehe ich mal kurz im Gerät. Hier sehe ich, es ist also, wird auch gleich die Wallet, die ich gerade erstellt habe, wieder angezeigt. Ich gehe jetzt mal in diese Wallet rein. Die gleichen Knöpfe, die ich bei Bitcoin habe, habe ich hier auch. Aber hier habe ich auch noch die ERC-20 Token. Ja, genau. Und die Liste kann ich selber füllen. Sehr gut. Genau. Also sprich, die haben recht. Die bieten alle Token, die es auf der Ethereum-Blockchain gibt, bieten sie an. Wenn ich irgendeinen habe, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel, was habe ich mir gekauft? Ich habe mir Ethereum gekauft und gleichzeitig habe ich mir noch irgendeinen Ethereum, einen Token, der auf Ethereum, den es auf Ethereum Den gibt. One-Inch-Token. Zum Beispiel, genau, sehr gute Idee. Ich habe mir zum Beispiel einen One-Inch-Token gekauft und möchte den auch mit auf dieser Wallet hier sicher liegen lassen. Da würde ich sozusagen hier auf diesen Knopf hier drücken. Und jetzt müsste ich, kann ich hier auf den Token-Namen, könnte ich auf diese Liste gehen und könnte mir den hier aussuchen. Wenn es den denn gibt, ich würde mal anfangen einzugeben. Ja, gibt es hier so in der Form nicht. Ich hoffe mal, dass ich auch einen Token selber hinzufügen kann. Ich gebe mal hier One Inch ein. Und jetzt müsste ich losgehen und müsste mir diese Smart Contract Adresse raussuchen. Und das hatten wir schon mal besprochen, wie das geht. Das geht, als wir erstmal uns CoinGecko angeguckt haben. Da würde ich jetzt mal nämlich zu CoinGecko gehen. Und würde mal bei CoinGecko mir den One-Inch-Token, den ich mir ja jetzt gekauft habe, den ich hier auf der Wallet verwalten möchte, gehe ich zu dem One-Inch-Token. Und da hat man ja gesagt, CoinGecko zeigt das ja witzigerweise und netterweise hier an. Das ist der Kontrakt, also das ist der Smart Contract von One-Inch. Den würde ich mir hier abkopieren. Und jetzt einfach mal hier eingeben. Und jetzt fragt es mich, wie viele Dezimalstellen der Contract hat. Das weiß ich leider nicht. Da muss ich 18. mal 18. Um das aber wirklich zu genau zu wissen, würde ich hier nochmal in dem Explorer auf Etherscan gehen und sehe, der Tor hat recht. Das ist die Token-Adresse sozusagen. Es hat 18 Dezimalstellen. Die gebe ich jetzt hier mal ein. 18. Ich drücke hinzufügen und schon
habe ich hier den 1-Inch-Token, den ich hier verwalten kann. Es zeigt an, ich habe 0 davon. Leider. Bitte, Sergej, schick uns 1-Inch. aber es ist wirklich möglich, alle ERC-20-Token zu verwalten, die auf der Ethereum-Blockchain unterwegs sind. Und das muss ich sagen, das freut mich. Das konnte ich so nämlich noch nicht überprüfen, weil ich ja mit euch zusammen das erstmal updaten wollte. Auf der Tron-Blockchain sieht es dann schon wieder ganz anders aus. Das muss ich jetzt mal als kleinen Punkt der Kritik jetzt anbringen, leider. Machen wir mal D4. Auch wenn ich nicht viel von der Tron-Blockchain halte, gibt es noch nicht alle Tron TRC20. Da waren die, oder? Ach, doch. Oder? Nee, aber ihr seht schon, im Prinzip das Bild ist ähnlich. Na, es gibt hier TRC20 oder TRC10-Token. Aber hier habe ich nicht die Möglichkeit, selber was einzugeben, wie wir das gerade bei Ethereum hatten. Also ich denke mal, da die ja Tron neu hinzugefügt haben und dass das jetzt noch kommt, dass das kommen wird, dass man hier auch andere TRC20-Token, die auf der Tron-Blockchain unterwegs sind, auch hinzufügen werden kann demnächst. Das Gerät ist ja weiterhin im Update-Zyklus drin und das ich sage jetzt einfach mal, das kommt noch. Ja. Hier würde man ansonsten hier das, was sie hier anbieten, das sind jetzt natürlich nicht alle TRC20-Token. Wir können also hier den Huobi-Token hinzufügen, wenn wir wollen. Das ist hier dann mit den Schaltern an oder aus. Und schon kriegt man den hier angezeigt. Aber wie gesagt, anders halt als bei der Ethereum-Blockchain. Ne? Gut. Genau. Ja, so sieht das aus. Habe ich mir jetzt noch was notiert. Gucken wir bei Binance rein. Genau. Wie gesagt, wir sind dort nicht auf der Ethereum-Kopie, nicht auf der Binance Smart Chain, sondern wir sind auf der richtigen Binance Chain. Also Binance betreibt zwei Blockketten, die Binance Smart Chain und die Binance Chain. Genau, und wir sind hier nur auf der Binance Chain. Es gibt hier auch nicht die Möglichkeit, genau hier seht ihr, BEP2-Support, also das ist sozusagen... Wir waren jetzt gerade bei Ethereum, da habe ich immer gesagt, das sind die ERC-20-Tokens, die auf der Ethereum-Blockchain, zum Beispiel 1-Inch ist ein ERC-20-Token, das sind also die Münzen, die da mit auf der Ethereum-Blockchain rumgeistern. Das doch Deutsch, Mario, ERC-20. ERC-20, bei Tron ist es die TAX-20, bei der Binance-Chains... TRC-20 heißt das, TRC. TRC-20, bei der Binance-Chains sind die BEP-2, kommt noch der Support dafür. Mal gucken, wann der Support für die Binance Smart Chain selber kommt. Denn bei der Binance Smart Chain sind es keine BEP2, sondern da sind es BEP20. Also seht ihr, die haben alle bei Ethereum abkopiert. Mal gucken, wann es die Binance Smart Chain auch zur Verfügung gibt mit den BEP20-Tokens. Hier kommt bald die BEP2-Tokens. Mal schauen, wann das soweit ist. Und bis dahin müssen wir uns gedulden. Guck mal bei Bitcoin Cash und bei Stellar. Na, gucke ich mal rein. Auch da stelle ich natürlich Wallets. BCH, hier das Bitblock Movement. Defi.jetzt hast du sonst immer davor. Ah ja, genau. Defi.jetzt BCH1. Ja, auch das, ihr seht, auch das ist hier, zeigt es hier an. Hier zeigt es sogar extra nochmal eine extra Wallet, habe ich ja gar nicht gesehen. Hier, Tor, da hast du mich gar nicht darauf hingewiesen. Hier gibt es eine extra Wallet-Bereich, den es hier im Prinzip ERC20 nennt, der in der Wallet nur dann mit, da kann man die 1-Inch-Tokens, die man hat, direkt in der Wallet selber tracken. Das ist auch ganz cool. So. Aha. Ich weiß jetzt natürlich nicht, weißt du, was BCHA, weil mit den ganzen Bitcoin-Forks beschäftige ich mich gar nicht. Was ist denn BCHA? Ich bin da jetzt auch ein bisschen raus, aber wie es aussieht, gibt es da schon wahrscheinlich wieder einen Fork. Müsste mal den Christoph Bergmann mal wieder fragen, aber der ist abgetaucht. Ich bin da jetzt auch nicht so der Bitcoin-Cash-Fan. Aber wahrscheinlich haben die da auch wieder irgendwie kleine Auseinandersetzung. Na da, okay. Naja, es geht also, sprich das, was im August 2018 angefangen hat, hier mit den ganzen Bitcoin-Forks, aus denen ja auch Bitcoin Cash entstanden ist. Das Bitcoin Cash, das ist ja das sogenannte Big Block Movement, also da ging es darum, dass sie die größeren Blöcke haben wollten, weil sie sich hingestellt haben, sich und gesagt haben, das ist das, was der Satoshi wirklich wollte.
Und da gab es ja ganz schön viele Ungereimtheiten im August und dadurch ist Bitcoin Cash interessant zu wissen, dass das anscheinend dann weitergeht, der Ärger in der Community. Naja, genau. Aber Stellar wollten wir uns noch anschauen. Auch eine Stellar Wallet machen wir noch. DeFi.jetzt. XLM war Stellar, genau. XLM1. Ja. Aha. Aha. Also sprich, hier sagt es uns, wir brauchen mindestens einen Stellar um auf unserer Wallet, um Sachen zu verschicken anscheinend. Ja, ja, bei Stellar ist, glaube ich, so, du brauchst ein Minimum auf der Wallet, damit die Wallet funktioniert. Ich glaube, bei Ripple ist es aber ähnlich. Ah, okay, gut. Und bei Stellar ist es also 1. Hier das Minimum der Account Balance, also im Account muss mindestens ein Stellar sein, wie du es gerade sagst, genau, um überhaupt was schicken zu können. Aber das ist das Problem von Stellar selbst und nicht von dem Wallet-Anbieter. Guck mal bei Ripple rein, wie es da ausschaut. Ja. Und bei Doge können wir dann zum Schluss auch nochmal machen. Und guckt mal, hier wird es auch langsam schon knapp. Hier unten seht ihr, also ich kann jetzt nur 4 Wallets hier auf einem Bild anzeigen. Da fängt es mir dann an, hier sozusagen einen kleinen Pfeil und verschiedene Seiten anzuzeigen. Also muss ich dann auf die Seiten springen. Aber das ist ja dadurch, dass es so ein schönes Touch-Display, auch wenn das ganz schön die Fingerabdrücke anzieht. Schönes Ding. Wir wollten zu Doge noch gehen, genau. Aber dafür hast du ja die Tasche, um das dann wieder frei sauber zu rubbeln. Genau. Oder man besorgt sich so ein Brillenputztuch, das habe ich auch immer für Fotokameras genommen, mit dem man das natürlich auch schön Fussel- und Fingerabdruckfrei bekommt. Ja, genau. Jetzt sind wir bei Doge. Also ihr seht, dieses Erstellen der Wallets und das Hinzufügen der Wallets geht ganz einfach. Hier ganz einfach schicken und empfangen wieder. Hier, da geht hier wieder das Ding auf. Ich überprüfe wieder, ist das, was mir mein PC anzeigt, auch das, was hier steht? Ja, ist es. Natürlich, dann gibt es mir das frei zum Kopieren. Und wenn ich das fertig habe, drücke ich hier auf Done, also fertig. Dann geht die Wallet wieder zurück und hier kann ich auf das X drücken. Und dann sind wir sozusagen eigentlich größtenteils durch. Hast du Ripple gemacht? Nee. Ripple hatte ich noch nicht gemacht, stimmt. Moment. XRP. Auch Ripple mache ich einen Account. DeFi.jetzt XRP1. Und da bin ich raus. Wahrscheinlich, weil ich Enter gedrückt habe, da hat es irgendwas anders gemacht. Ich gehe nochmal zurück. Wir sehen, es ist also schon verbunden. Ich verbinde mich nochmal. Ich gehe nochmal zu Ripple. Das war ein Fehler von meiner Seite jetzt, würde ich sagen. DeFi.jetzt XRP1, okay, sehr gut. Wie du es schon sagst, auch hier gibt es eine Minimumreserve im Account, sind also 20. Also sprich, man braucht 20 Ripple in seiner Adresse, damit die Wallet Ripple durch die Gegend schicken kann. Und oft ja, auch, so wenn es hier so... Das ist eine Netzwerkbedingung. Die Ripple-Seller, die haben halt Minimum für die Wallets, also 20 ist niedrig. Ich glaube, irgendwo früher waren es mal 30 oder 40 oder so in dem Okay. Dreh, wird schon weniger geworden. Na, das wird ganz schön teuer, wenn dann die Ripple Moonboys ihre 598 oder 89, die denken ja alle, dass das Ripple vom Bankensystem akzeptiert wird und Ripple irgendwann 589 Dollar wert wird. Wird ganz schön teuer, wenn man 20 Ripple in seiner Wallet liegen haben muss, wenn Ripple dann irgendwann mal bei 589 Dollar. Du kannst ja jetzt anfangen. Du kannst ja jetzt da mal 100 Ripple reintun und hodeln. Nee, du, mit Ripple, da habe ich mir nur die Finger verbrannt. Von Ripple lasse ich die Finger. Die sind ja immer noch unter Beobachtung der amerikanischen SEC. Das Verfahren ist ja immer noch nicht ganz fertig. Deswegen, ich lasse die Finger von Ripple weiter. Wir können aber hier... Also aber mach nochmal Dash und meine und vom Dennis Lieblingswährung genau. Mit. Genau. Dash, dann machen wir wieder DeFi.jetzt Dash. Hier kann man keine Ziffer mehr anfügen, weil Dash schon vierstellig ist. Auch hier ganz einfach senden, empfangen. Funktioniert am Ende alles gleich. Also die Wallet, ich muss ganz ehrlich sagen, wie man sich hier reinfindet, das ist schon sehr nutzerfreundlich alles. Also man kann eigentlich, wenn man jetzt sich nicht wenn man sich jetzt nicht foppen lässt und ordentlich die Empfängeradressen überprüft am Gerät und im Browser, kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, je öfter man das benutzt und je öfter man Sachen von A nach B, ich
schickt, desto sicherer wird man und desto schneller geht das auch. Ich erinnere mich auch noch, als ich das erste Mal kleine Beträge von A nach B auf der Ethereum-Blockchain geschickt habe, das hat mich Minuten gebraucht. Das hat mich Minuten gebraucht, um da den Public Key sozusagen, also die Wallet-Adresse abzugleichen. Ist es die richtige? Jetzt bestätige es. Ich gucke nochmal, ist es die richtige? Irgendwann, man vertraut dann irgendwann in die Technik. Aber genau das ist der Moment, an dem die Hacker kommen und einem die Tasche leer ziehen. An dem Moment, wo man zu viel vertraut. Also überprüfen, Wallet, ist das, was hier auf der Wallet steht, die Adresse, die gleiche, die im Browser steht, immer machen. Aber wie der Tor euch das als Tipp schon gegeben hat, die ersten 4 Stellen und die letzten 4 Stellen sind wichtig da drinnen, weil das ja am Ende ein gehashter Wert ist. Wenn da sich in der Mitte viel ändert, ändert sich natürlich auch vorne und hinten was. Genau, so und wie heißt es so schön, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser und jetzt klicken wir oben auf das Zahnrad, auf die Einstellung. Ja. Was gibt es denn da noch für Einstellungen? Wir haben hier noch, also wir sehen hier das Security-Element hat die Firmware, wir haben, wir können hier komplett die ganze Wallet löschen. Wir haben hier das Update, das haben wir ja aber schon gemacht. Mhm. Hier sehen wir also das Changelog von dem Update, es wurde also das Ethereum Implementation Proposal 1.5.5 dazugefügt. Das ist, glaube ich, das, was letztens, weiß nicht genau, was es macht, aber das kam mit dem letzten Update, über das wir auch schon gesprochen hatten, kurz mit dem Sergei und auch wir beide in unserem CoinGecko Update. Sprich, die sind hinterher, das Gerät auch auf dem Laufenden zu halten. Ja gut, deswegen das ist klar, die müssen natürlich erstmal warten, nutzen die das wirklich oder kommen da wieder irgendwelche Änderungen? Also das ist ja auch eine Hardware-Wallet, das heißt, du sollst das wie ein Festgeldkonto nutzen und möglichst mit jeder Änderung hast du immer das Risiko, dass irgendwas kaputt gehen könnte. Ja. So, und deswegen sollte man da mit den Änderungen vorsichtig sein und auch nicht ständig, weil ich habe nicht Lust, jedes Mal, wenn ich mich da anmelde, immer noch ein Firmware-Update zu machen. Genau. Ja. Das kann man ruhig einmal im Jahr oder einmal im halben Jahr oder sowas machen. Und außerdem soll man ja nicht für tägliche Zahlungen nutzen, sondern für seltene Kontobewegungen. Ja. Ja, genau. Ergänzung auch, es ist nicht verkehrt, mehrere Hardware-Wallets zu haben. Gerne auch von unterschiedlichen Anbietern oder vom gleichen Anbieter mehrere Geräte. Ich habe auch einige, die halt 2, 3 SecuX haben und die eine ist halt Festgeldkonto-Art, also wo man die Münzen wenig bewegt und bei dem anderen hält man die ein Jahr und haut sie dann wieder raus und solche Sachen. Hat auch den Vorteil, falls mit einem Gerät mal Probleme gibt, kann man die Wörter schnell in einem anderen Gerät eingeben und hat da Zugriff auf die Münzen. Genau. Lieber solche Worte. Also wenn man schon die Worte irgendwo eingibt, lieber in so einer Hardware-Wallet eingeben als irgendwo im Browser, weil im Browser hat man auch ganz schnell mal wieder den Hacker am Start. Da gibt es nämlich einige Seiten, die da irgendwo einem die Wörter ab, die 12 bzw. 24 Wörter abluchsen wollen. Auf der Hardware-Wallet läuft man nicht so schnell Gefahr, beziehungsweise nach dem derzeitigen Stand eigentlich keine Gefahr, dass wenn du auf einer Hardware-Wallet deine Worte eingibst, dass dir dann jemand deine Münzen stehlen kann. Korrekt. Ja, im Browser sieht das schon wieder ganz anders aus. Und es ist auch schon viel zu oft passiert, leider. Also nicht mir, aber genug anderen Leuten. Sind wir durch, Mario? Ja, zwei Sachen würde ich jetzt noch kurz ansprechen, dass es leider noch nicht DeFi-ready ist, die Wallet. Hoffe ich, dass die Kollegen von SecuX das noch machen. Also das ist jetzt wirklich erstmal nur zum Aufbewahren eurer Münzen und eurer Token. Und die Nutzung von Bluetooth ist immer so ein Ding, weil Bluetooth an sich könnte auch irgendwann mal unsicher sein. Aber das habe ich dem Tor im Vornherein auch schon gesagt. Und da hat er auch richtigerweise gesagt, normalerweise läuft man ja, wenn man das weiß, sollte man nicht mit dem Gerät so wirklich draußen rumlaufen vielleicht, sondern es wirklich nur am eigenen Arbeitsplatz liegen haben, damit die Hacker, die, wenn man in ein paar Jahren Bluetooth vielleicht doch mal gehackt werden sollte, beziehungsweise wirklich mal so unsicher wird, dass die Hacker dann, die sind nicht in deiner Wohnung. Bluetooth hat eine begrenzte Reichweite, aber das sollte man trotzdem bedenken. Bluetooth ist immer ein Einfallstor, auch für irgendwelche Hacker. Ja, aber da wir das Kabel benutzen, ist es eigentlich ja kein Problem. Und du hast ja das Gerät normalerweise ausgeschaltet. Das heißt, es könnten ja nur in dem Moment auf das Gerät, wenn du es einschaltest und dann kriegst du es ja mit, wenn da jemand anders schon auf dem Gerät ist und du dich nicht verbinden kannst. Ja. Und ja, dann braucht er natürlich auch noch
das Gerätepasswort und Wallet-Passwort habe ich jetzt gar nicht gesehen. Gibt es doch offenbar nicht. War ein Fehler dann von mir wahrscheinlich. Ja, also die Wallet selber sind nicht nochmal mit Passwort. Nee, wenn man dann die Geräte-PIN, also den Hausschlüssel eingegeben hat, da kommt man dann in jede einzelne Wallet rein. Ja, okay, das ist ja auch okay. Aber es gibt halt andere Wallet-Anbieter, die haben halt nochmal ein Wallet-Passwort. Und Nachteil davon ist aber, dass man da schnell durcheinander kommt. Ja. Also hier ist einfach dieser Wohnungsschlüssel ist dann quasi die Bestätigung, also für das Absenden der Transaktion auf der Wallet selber. Ja, nö. Also ich bin dann erstmal fertig damit. Ich würde sagen, wenn ihr es euch bestellt, der Tor postet dann einen Link drunter unter das Video. Wenn ihr das dann bekommt ihr den, wie ich es schon angesprochen habe, also den versandkostenfreien Versand. Ihr bekommt 20% Rabatt und deutschen Support vor allen Dingen. Das ist wichtig. Und es ist schon im eigenen Land, also ihr spart euch die Zollkosten. So, und die Bestellung läuft aber dann normalerweise so ab, dass ihr uns kurz die Daten schickt, wenn ihr wollt. Entweder tut ihr euch direkt bei dem bestellen mit dem Code oder ihr könnt es auch über uns machen. Dann brauchen wir von euch die Adresse, wo es hingeschickt werden soll und Telefon und eine E-Mail-Adresse, logischerweise eure. Und ihr bekommt dann von SecureX eine Rechnung. Und wenn ihr die Rechnung bezahlt habt, wird die Wallet entweder am gleichen oder am nächsten Tag verschickt, wenn das Geld da ist bei SecureX. Plus, ja, wie gesagt, das tun wir noch mal ein bisschen in der Begleitdokumentation zum Video auch noch mal konkret beschreiben. So, wie gefällt dir die Wallet so, Mario? Ne, ich muss sagen, also ich habe bisher ja arbeite ich mit dem Ledger Nano S, also mit dem kabelgebundenen, den es ja seit 2016 gibt. Ich muss sagen, der hat mit seinen zwei kleinen Knöpfchen und das ist alles aus Plastik, der Ledger, das ist halt alles so ein bisschen fitzelig, würde ich sagen, die Bedienung, das ist da ist ja natürlich, wird er ein bisschen blass jetzt gegen so ein 2,8 Zoll Display mit Farbe und hier mit Touchscreen, ist schon ein bisschen besser, muss ich sagen. Also die Bedienung selber so, wie sich das alles, wie es Internet sagen würde, das Look and Feel, dieser Wallet, dieser V20-Wallet ist natürlich wertig, die wiegt ein bisschen was sagt hier das Vergleichsding, 120 Gramm wiegt die liegt gut in der Hand, das ist hier toller Aluminiumrahmen hier drumherum, ist halt alles nicht so viel Plastik. Ja. Die bedient sich gut und bedient sich mit dem Touchscreen auch einfach viel besser als der Ledger, ist für mich allerdings einfach jetzt nur als Cold Storage sozusagen nutzbar, denn ich kann damit, wie gesagt, nicht mit meinen Lieblings-DeFi-Protokollen interagieren. Noch nicht. Ich werde eine kleine Nachricht nach Taiwan schicken, an die Kollegen von SecureX. Die sind auch schon mehrmals aus der Community, wenn ich das in den verschiedenen Blogposts gelesen habe, darauf hingewiesen worden. Ich denke mal, da kommt was in die Richtung. Vielleicht, dass man da auch irgendwann zum Beispiel bei Aave oder bei OneInch die Wallet connecten kann und verbinden kann mit dem Protokoll. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. So, und was ich aber auch gut finde, ist, dass die Buchstaben größer sind als beim Ledger. Das heißt, das Display ist besser erkennbar, du hast einen besseren Zeichensatz und musst da nicht irgendwie raten, was könnte das denn jetzt hier für ein Buchstabe oder für ein Zeichen sein. Und ja, es sieht einfach hochwertiger aus und wie du schon sagst, nicht so fipselig. Und der große Vorteil ist, ich brauche keine Software bei mir auf dem Gerät zu installieren. Also, falls jetzt jemand von SecureX euch das anguckt, macht mir noch einen Web3, die Möglichkeit mit Web3, also mit den DeFi-Protokollen zu interagieren auf der Blockchain von Ethereum oder wo auch immer. Und ich gebe bisher, also es ist eine 90%ige Empfehlung, dann gebe ich eine 100%ige Empfehlung. Okay, gut. Ja, genau. Dann geben wir das so weiter. Machen wir so. Ja, genau. Und dann jetzt genießen wir erstmal unseren Feiertag Tor. Richtig, ja. Heute ist nämlich Männertag eigentlich. Hier ist schönes Wetter in Süddeutschland. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Bei uns regnet es. Ah, okay. Na, dann hast du deine Zeit gut verbracht. Ich werde jetzt auch gut verbringen und zwar draußen. Genau. Dann viele Grüße an alle. Bleibt gesund und viel Spaß mit der Wallet und viel Spaß mit dem Video.